Ja, servus. Es ist wieder soweit. Es ist wieder passiert. Wir haben wieder ein Fahrrad gekauft. Diesmal leider ohne Alex, nur mit meiner Frau. Die möchten irgendwie, weiß auch nicht warum, nicht aufs Video. Ja, mal wieder in Bonn gewesen. Megastore, servus. Ja, dementsprechend würde ich jetzt sagen, Bike Porn ab und danach gibt es eine kleine Review. Bis dann. Der Bikeporn hat gefallen. Jetzt kommen wir mal zu den technischen Details von dem Cube Stereo Race. 29 in der Farbe Desert and Grey. 29 im Titel sagt schon 29er Laufräder. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt konnte ich noch nicht viel fahren. Ihr seht selber, es liegt Schnee, es ist Bärwetter. Ich bin auch relativ dick angezogen, also habe schon kalte Hände. Die Farbe einfach genial. Also das Desert and Grey, das ist komplett matt gehalten, sieht total genial aus. Die mintfarbenen Griffe sind werkseitig montiert. Ich habe natürlich jetzt hier schon wieder Hand angelegt, wie man es unschwer erkennen kann. Das heißt, Crank Brothers Stamp 1 Pedale drauf in Mint. Ja, diese Details, was ich hier schon im Bikeporn teilweise gesehen habe mit den Aufklebern. Nick, danke an dieser Stelle, sind halt geplottet worden und halt aufgeklebt worden. Genau, des Weiteren habe ich auch vorne an der 38er Fox die Decals abgemacht, weil die schwarz waren. Das hat mir optisch nicht wirklich gefallen. Dementsprechend habe ich das in Euslick gemacht. Leider fehlt das hinten an dem X2 Dämpfer noch, diese Decals. Na gut, kurz vor Weihnachten, Spedition haben alle viel zu tun, komplettes Verständnis. Dementsprechend, mal gucken wann es kommt. Wahrscheinlich, wenn ich gleich nach Hause komme, ist es in der Post. Ja, zu den technischen Details. Fangen wir einfach mal an. Raceface Lenker in 780er Breite, Raceface Vorbau, durch die Griffe ist das natürlich jetzt knapp 800 breit, fühlt sich gut an, vielleicht werde ich den noch kürzen, aber persönlich ist ermessen. Vorne fahren wir eine 38er Fox Gabel in der Performance Variante, 170 mm Federweg, 38er Standrohre, verbindungssteif, ohne Ende, nach den ersten paar Sprüngen bei uns hier am Übungsgelände, genial. Sanft wie eine Feder, es klappert nichts, es rauscht nichts, man hört kein Luftüberströmen in den Kammern. Also top. Dann geht's weiter. 29 Laufräder. Die Bereifung ist der Maxxis. Ja, kenne bis jetzt eigentlich nur Schwalbe aus eigener Erfahrung. Ich bin mal gespannt, wie der Maxxis sich schlägt. Was mir richtig toll gefällt, das sind die Newman Laufräder. Das ist die Evolution SL A30. Sie sehen genial aus. Extrem leichtes Rollen. Der Freilauf hört sich einfach nur genial an. Ich freue mich, rundum glücklich. Dann gehen wir mal weiter. Hätte ich zwar eigentlich einleitend sagen sollen, das ist ein Alurahmen. Das war mir halt wichtig. Mein E-Bike hat einen Carbonrahmen, aber das Biobike wollte ich gerne in Alurahmen haben. Wir haben insgesamt ein Gewicht laut Hersteller von 15 Kilo. Also es ist halt leicht wie eine Feder, wenn man nur E-Bike gewöhnt ist. Was die Besonderheit ist, warum ich mich auch dazu wieder entschlossen habe, einen Cube zu kaufen, das ist halt diese Hinterachsgeometrie an und für sich noch nicht mal im Detail, sondern einfach nur die Mechanik. Aktuell ist ein Luftdämpfer von Fox montiert, der X2, aber ich kann halt jederzeit kann ich switchen auf einen Coildämpfer. Das heißt, da wird dann einfach nur der Luftdämpfer entfernt. Oben ist ein Flipchip drin, wird gedreht, unten wird es um ein Loch versetzt, sodass der Coildämpfer senkrecht da im Rahmen steht. Wird auch optimal dann angesteuert. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der Umbau wird wahrscheinlich auch irgendwann über kurz oder lang mal kommen. Einfach um zu wählen zwischen Luft und Coil. Die Sattelstütze ist hydraulisch von Cube. Je nach Rahmengröße fährt die zwischen 125 und 150 mm aus. Ein Sattel von Wenneck, total toll, kenne ich schon von meinem E-Bike, fühle ich mich total wohl drauf. Mir tut der Hintern nicht weh. Wer später bremst, ist länger schnell, heißt es zwar eigentlich.
Ja, hier verbaut ist die MT5 von Magura. Standardmäßig in vorne 203 mm, hinten in 180 mm. Ich habe es aber schon wieder ein wenig dezent umgebaut. Vorne auf die MDRP-Scheibe auf 220 mm und hinten auf 203 mm, auch MDRP. Natürlich ein wenig dezent lackiert, den Korpus innen drin, mit dann noch farbigen Schrauben versehen, dass das alles ein bisschen abrundet optisch gesehen. Ich bin da so ein bisschen im Detail verliebt. Man sieht es auch in den Ventildeckeln, da habe ich mir so kleine Stormtrooper von Lego genommen. Das sind jetzt meine Ventilkappen. Zack, einmal das Fahrrad gedreht. Wunderbar. Können wir auch weitermachen direkt bei der Schaltung. Komplette SRAM-Ausstattung. Der Trigger ist die NX-Serie. Es geht weiter über die GX-Kurbel aus Alu. Ja, solide, altbewährt. Kettenblatt hat 30 Zähne, auch SRAM. Die Kette ist die SX-Reihe. Und hinten haben wir einen GX-Umwerfer und eine 12-Fach-Kassette. Das heißt, die von 10 bis 52 Zähne, das heißt für ein Enduro komplett ausreichend. Die Untersetzung dann vorne 30, hinten 10 Zähne, da kriegt man, denke ich mal, schon gut Geschwindigkeit drauf. Und vorne 30, hinten 52 Zähne, da kommt man dann auch schon mal steile Berge hoch. Zwar langsam, aber ohne viel Kraftaufwand. Genau, das war es jetzt auch schon soweit. Mehr gibt es jetzt hier eigentlich nichts zu sagen. Wir haben keinen Motor, wir haben keinen Akku. Überschaubar, wir haben kein Display. Ich freue mich drauf auf das Fox-Fahrwerk, das was ich gerade ja schon mal gemerkt habe, wo ich über die mobile Rampe bei uns gefahren bin, das Flatten. Das macht schon richtig geile Arbeit, also ich bin begeistert, ich bin bis jetzt halt Rockshocks, habe ich auf dem E-Bike, ist was ganz anderes. Mein Empfinden jetzt nach 2-3 Mal Hüpfen, ich bin gespannt, wie mich das Gefährt treu begleiten wird. Ich freue mich drauf, wenn das Wetter schön wird, wie wieder hier oben dann mit den Buddies hoffentlich gemeinsam fahren können, üben können, dann wieder in die Parks können, in die Trails. Hoffen wir mal das Beste. Und nichtsdestotrotz, in diesem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, einen Kommentar. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.